So, töten soll ich. Das hat der Georg in der Vergangenheit gesagt. Mit 4 Magazinen ist es sogar ziemlich gut machbar. Von wo kommen denn gerade die Angriffe? Von unten links. Also eher von den dreien, ne? Ja. Okay, ich sollte Akkus verbauen. Ja, ich brauche bald eine Stelle für mehr Akkus. Das hier kann ich nicht wirklich erweitern. Ja, hier, ne? Das ist eine super Stelle für Akkus. Einfach hier komplett eigentlich alles aufs neue System umstellen. Ja. Gut, also warten wir einfach bis zum nächsten Tag und dann klappt das schon. Das Muster geht nicht auf. Das ist nicht gut. Ja, wir haben keinen Strom. Hört auf zu meckern, ist okay. Doofe Türme. So wäre das neue Muster. Das heißt, die können weg. Weg. So. Gutes Timing. Crunch, crunch. Also ich kann nicht hier überall jetzt dreifach reinnehmen, aber dreifach rein waren eh total übertrieben. Wir haben ja unten gesehen, dass eine Reihe das locker schafft. Also könnte ich die hier mal alle wegnehmen. Dann gab es noch viele hilfreiche Hinweise. Zum einen, dass ich eventuell die Beacons ausstellen sollte, weil wir haben momentan 7 Beacons, die durchgehend aktiv sind. Auch wenn sie nichts boosten. Das wären die da. Die verbrauchen nämlich auch schon mal 3,3 MW. Was ganz schön viel ist. Ja, seht ihr? Das reicht super. Also alle Dreierreihen weg. Das könnte auch noch ein bisschen helfen, zumindest beim passiven Verbrauch. Und was war noch? Fällt mir bestimmt wieder ein. So, das weg, das weg, das weg. So. Ich wollte eigentlich das Ganze hier machen, damit ich die Akkus platzieren kann, ne? Das heißt, das hier machen wir mal weg und dazwischen. Ja, an die Türme da unten komme ich gar nicht ran mit dem neuen System. Das ist unpraktisch. Sehr unpraktisch sogar. Konnte das denn vorher ahnen? Als ich den Kohleaußenposten hier geplant habe. Aber sobald die Kohle weg ist, kann ich eh den ganzen Außenposten hier abreißen. Was tierisch, tierisch, tierisch viele Türme sparen würde. Aber ich sollte jetzt nicht auf Krampf versuchen, die ganze Kohle abzubauen. Es braucht viel zu viel Strom. Und 3 Könige. Vielleicht doch erstmal oben. Töten. Kurz Strom gucken. Strom ist super. Okay. Und wir haben es noch Tag, also, ne? Jetzt oder nie. Die Königin kann ich ignorieren. Die machen die Türme gleich. Ich gehe jetzt also den Spawner da töten. Ist nicht viel, aber etwas. So. Ja. Euch kleinen Kram kann ich auch noch wegmachen. So, die Königin, die kriegt so lang. Oh, noch eine Königin. Ich werde richtig belagert von Königin. Das ist super. Das sind 2 Spawner und ganz, ganz viele. Hier ist anders rum. Oh, nein, nein, nein. Hui. Ich habe zu sehr auf die Schadensanzeige von den Spawnern geachtet und nicht auf die eigene. Ja, nee, komm, nicht wieder magazineweise das Verballern an Trash. Der kommt einfach kurz mit nach Hause. Wir sollten die Akkus reichen und dann ist gut. Da. Da liegen eure toten Königinnen. Seht sie und weint, wenn ihr das könnt. Aber da das chitinbasierende Lebensform ist, wahrscheinlich eher nicht. Also sie sind ja insektenartig und Insekten haben, glaube ich, keine Tränenkanäle. Und es ist schon wieder Nacht. Ich sollte echt den Lua-Befehl wieder raussuchen. Ist ein wenig albern, dass alle 10, naja, 5 Minuten? Alle 5 Minuten Tag und Nacht wechseln. Was haben wir hier? Zink. Ha!
Ding, 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 ding. Dich brauche ich für Gunmetal-Alloy. Ey, ich habe keine Ahnung, wie viel. Aber da wir Zink, Zinn und Kupfer mischen, was ja mindestens 3 Teile sind, kommt pro Zink mindestens 1 Gunmetal-Alloy raus. Ich könnte mir vorstellen, dass ein größerer Teil... Hallo, König. Hallo, Königin. Hallo, ganz viel Viehzeug im Dunkeln. Lauf! Also ich könnte mir vorstellen, dass pro Zink 3 Gunmetal-Alloy rauskommt. Also bräuchten wir 25, 26. Bleib mal hier stehen. Wie viel haben wir? 20. Ja, kann ich gleich holen. Ist ja gleich wieder morgen. Ist alles okay. Ich probiere mal ganz kurz. Slash C am Anfang und dann Game. Game.speed. Gleich 1. 0,15. 0,30. Nee. Nochmal. Game-Speed gleich 5. Wow, 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 wow. 0,5. 0,5. Okay, jetzt fliegt alles langsamer. Ich gehe langsamer. Nee, das ist nicht das, was ich meine. Das ist wirklich die aktive Spielzeit. Also die Roboter fliegen jetzt auch langsamer. Ich gehe langsamer. Das meine ich gar nicht. Ich meinte eigentlich nur die Uhr. Dass der Tag nicht so lang ist. Das war gerade scary. Fünffache Geschwindigkeit. Und dann kommt irgendein Angriff, der die Basis knacken kann. Und die Basis wird in fünffacher Geschwindigkeit geknackt. Das wäre nicht schön. So, aber ihr... Was? Nee, nee, nicht Sniper. Komm mal kurz mit. Das war viel zu teuer. Aber na gut. Das wäre eine Königin. Das ist immer noch dieselbe Königin. Die verarsche ich jedes Mal. Die sieht mich. Dann kriegt sie in meine Richtung und dann laufe ich wieder in die andere Richtung. Au, au. Ich will nicht das da unten polen. Au. Lauf. Schneller. Au. Mist. Genau, das schnelle Viehzeug töten. Wow. Da war gerade eine Schusslinie. Und die haben sich eine Reihe aufgestellt und alle gespuckt. Das war sehr irritierend und eklig. Lass mich. Forschung ist fertig. Sehr gut. Noch mehr Laser Turrets. Nö, Laser Turret Damage. 300 Forschungspunkte müssten wir haben. Gib ihm. Jetzt lass mich da durch. Ich will nur die Spawner. Lasst mich in Ruhe. Ich will nur die Spawner töten. Nee, das ist viel zu viel Wuselkram hier. Ja, Mission nicht erfolgreich. Tonnen von Monstern gepult, die jetzt alle langsam Richtung Basis kriechen. Also gefühlte 10 Königinnen und ein paar Könige. Das könnte lustig werden. Hahaha. Kaputt. Ich guck mal kurz nach dem Strom. Aber das sollte eigentlich noch okay sein. Ja, 3,9 ist alles super. Okay. Gib mir bitte die Akkus. Du bist echt irre langsam. War auch noch so ein Projekt, das ich machen wollte. An jeden Roboport ein intelligentes Ärmchen, um die alten Roboter auszusortieren. Aber ich komme ja zu nichts. So, was haben wir da? Wir haben keine Eisenplatten im System und keine Kupferplatten im System. Dafür ganz viel Draht. Ja. Wie schauen grüne und rote Chips aus? Grüne Chips 8000. Schränkt die mal auf eine Reihe. Schränkt die mal auf eine Reihe. Ich hoffe, die Roboter nehmen von unten rechts zuerst raus und nicht oben links. Aber es sieht fast danach aus. So, also grüne Chips sind beschränkt. Rote Chips sehe ich gar nicht in der Liste.
Blaue Chips 1000. Beschränk dich auf 2. Moment mal, wenn hier nur 300 drin liegen und hier auch nochmal 300, sind wir bei 600. Wo sind die restlichen 500? Also wahrscheinlich irgendwo in Kisten, die blaue Chips brauchen. Wobei, dann wäre sie fürs System nicht mehr zugänglich. Ich guck mal ganz kurz zu unseren Flüssigchips-Dingern da. Vielleicht habe ich da ja eine Kiste nicht beschränkt. Was doof, weil das am meisten Ressourcen frisst. Nö, das Ding arbeitet gar nicht. Komisch. Oh, die Kiste, weg. Ja, das ist echt ein wenig komisch, aber sei es drum. Wo sind meine? Da, 50. Ups. Lalala. So. Ich sollte auch die MK1 Solar Panels mal anfordern. Bitte gib mir. Oder MK2. Ja, welche? Die da, ne? Ich glaub schon. Gib mir davon mal 100 Stück. Das könnte sogar glatt klappen. Wir müssten jetzt gleich auf 4 Gigajoule kommen. Ja, schön, 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 schön. Es wäre echt toll, wenn ich jetzt anfangen könnte, mal wieder aktiv mehr Strom zu verbrauchen, ohne mir Gedanken zu machen. Oh, da kommen die Solar Panels. Ja, sehr schön. Okay, damit. Achso, erst die Dinger hier setzen. So, dann die Solar Panels setzen. Okay, dann zumachen. Tok, 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 tok. Da könnte ich einfach gleich hier noch einen ransetzen, ne? Ja, spricht nichts gegen, glaube ich. Außer, dass ich fast keinen Platz mehr im Inventar habe. Und keine hiervon. So, du. Da. Da, da. Dann hätte ich gerne euch auch da unten mal. Und dann Licht weg, Licht weg. Oh, Baum weg. Nochmal Licht weg. Ihr habt keinen Strom, ja, weil es Nacht ist. Aber vertrau mir, wenn gleich Tag wird, dann geht aber richtig die Sonne auf, was Strom angeht. Mit so vielen neuen Solarpanels. Sauber, sauber, sauber. Oh. Habe ich verbaut? Ja, stimmt. Dazwischen muss ja noch eine Reihe. Akkus. Weg, 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 weg. Die neue Stahlpicke ist übrigens super. Die ist viel besser als die alte modular gecraftete Stahlpicke. So. Ging ja noch genau auf. Super für mein Inventar. Falsch. So, hier zumachen noch. Jo. Inventar aus. Mist, ich habe viel zu viele Lasertürme dabei. Hier. Du kriegst komische alte Roboter, komische alte Roboter. Ganz viele Lasertürme. Ich will gar keine Lasertürme mehr im Inventar haben. So. Dann die alten brauche ich nicht. Die MK1 dürfen freigelassen werden. Komische Knödel brauche ich nicht. Das Metall fordere ich später an. Das muss nicht hier sein. Die können weg. Die werden automatisch in die Kisten geflogen für die MK2 Solarproduktion. Die können weg. Die behalte ich drin, damit ich die Munition gleich herstellen kann. Burner Inserter werden wir hoffentlich nie wieder brauchen. Es war eine sehr kritische Phase in unserer Entwicklung. Ein drastischer Rückschritt, aber wir haben es überlebt. Ist alles gut. Es wird totgeschwiegen werden. Okay. Ich brauche mehr lila Tränke, denke ich. Oh. Oder auch nicht. Woran hapert es denn jetzt da schon wieder? Aber trotzdem kann ich hier ein paar da lassen. Ich brauche hier nur die 150 für die Power Armor MK3 später. Oh, zack, 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 zack. Ging bestimmt jetzt schneller, aber ich habe jetzt schon angefangen zu klicken und dann klicke ich halt zu Ende. Ich habe Cookie Clicker gespielt, ich spiele immer noch Clicker Heroes. Klicken bin ich gewöhnt. So, das haben wir. Ich wollte jetzt gucken bei den Science Packs.